Alles klar, Folks. Ein ganz, ganz kurzes Sharkbite-Troubleshooting-Video, was ich raushaue, bevor ich alles andere, was ich zu Sharkbite machen will, raushaue. Weil ich glaube, das hilft echt vielen Leuten und bringt sie mit Sharkbite ein bisschen weiter. Und zwar geht es um das Problem, wenn eure VTX nur noch die rote LED anzeigt, beziehungsweise was das ja heißt, wenn die Kamera kaputt ist, beziehungsweise die Kamera keine Connection zur VTX hat. Die Kamera muss nämlich nicht unbedingt kaputt sein. Was ist mir passiert? Der ist in mich reingerammt, hat mich sauber gemitehrt und ich bin danach noch 5-6 Mal anders abgestürzt und über die Zeit hat sich das Kamerakabel hier auf die Art und Weise verabschiedet. Ich mach mal einen kleinen Zoom und deswegen habe ich das Kamerakabel auseinandergenommen. Nirgendwo gab es Kamerakabel. Dieses wichtige Teil ist nirgendwo verfügbar. Es gibt ab und zu welche bei Fox hier, die sind aber auch nicht lieferbar. Ihr könnt euch einfach nur eine neue Kamera kaufen. Ich habe nichts gefunden, außer das 12 cm lange Riesenkabel, wenn ihr richtig Lust habt, euch dann Schlong reinzuhängen. Der Läusel hat was gefunden. Deswegen Credits hier an ihn, weil er hat's gefunden. Es gibt noch ein Kabel von Caddx. Für die Caddx Turtle. Das ist die Caddx Turtle V2 oder so, das ist das MIBI-Kabel davon, da gibt es auch nur eins. Also habe ich das hier mal auseinandergenommen, habe geschaut, wie viele Kabel das sind, wie das connected sind und es ist exakt der gleiche Connector. Schauen wir uns erstmal an, was denn hier passiert. Ich stecke mal den Kopter ein, Props sind ab und zack, man sieht, nur die rote LED leuchtet, Kamera wird nicht gefunden, Kamera ist auch nicht angesteckt. Kamera konnte auch nicht vorher angesteckt sein, das Kabel ist ja kaputt. Gut. Wichtig ist, wenn ihr so andere MIPI-Kabel kauft, ihr müsst wirklich schauen, dass die das gleiche Format haben. Weil wenn zum Beispiel der Strom drüber läuft oder die verpolt sind oder was weiß ich was, ist mal ganz schnell alle eure Elektronik hin. Also stecke ich das MIPI-Kabel richtig rum an. Ihr wisst ja, hier in ist diese kleine, ja, sieht man das, da ist eine kleine Mulde. Moment. In die Mulde gehören die Pins von der VTX rein. Caddx-Kabel. Ich finde das Kabel auch irgendwie besser verarbeitet. Es fühlt sich irgendwie stabiler an. Ja, Caddx macht die Dinger auch schon relativ lange, genauso wie Runcam. Vielleicht gibt es auch mal eins von der Runcam Hybrid oder irgendeine Runcam Dualcam. Könnte man mal ausprobieren. Kabel hier, es passt übrigens. Also hier, es passt. Und zack. Es funktioniert. So, jetzt stecken wir es an und schauen, ob ich Scheiße gelabert habe. Oh, Scheiße, sagt man nicht. Und der blaue Connector hier, wenn man ihn sieht, leuchtet wieder. Und jetzt schauen wir nochmal in die Brille. Sharkbite wird angesteckt. Schauen wir uns an, ob es connected. Tada, Bild ist da. So, ganz kurzes Video, kurz und schmerzlos, wie ihr eure Kamerakabel ersetzt, repariert. 7,99 habe ich gesehen in deutschen Shops. Ich habe es, glaube ich, im Shop von der Tanja gekauft. Ja, ich habe es ganz sicher im Shop von der Tanja gekauft. Ihr wisst, welcher Shop das ist. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen, auch wenn ich gerade für diesen deutschen Shop gerne Werbung mache. Es ist aber keine Werbung. Es ist nur da, wo habe ich es gekauft. Es kommen noch super viele andere Sharkbite-Videos. Wir haben es in der Gruppe schon ewig lang vorhanden. Ich bin auch noch am Testen. Und sobald ich alles rausgefunden habe, was ich über Sharkbite wissen kann, gebe ich es an euch weiter. Danke und viel Spaß noch beim HD-Fliegen. Eure BMR-Crew.